Der junge Landtagskandidat Tobias Wald ist zurzeit täglich in eigener Sache unterwegs. Mit einem engagierten Wahlkampf will er sich seinen Sitz im Stuttgarter Landtag verdienen. Über prominenten Flankenschutz konnte er sich jetzt freuen. Bei seinem Vortrag über christliche Werte in Deutschland haben wir den CDU-Politiker Bernhard Vogel getroffen. Ich glaube, dass unser Land, unsere Verfassung ganz fraglos auf christlichen Werten beruht. Und dass es unsere Aufgabe ist, auch die Aufgabe der Politiker, dies immer wieder zu verdeutlichen und den Leuten zu sagen, gerade heute, wo die Kulturen, vielfältige Kulturen aufeinander stoßen, ist es notwendig, dass man seine eigene Kultur kennt. Denn sonst kann man auch nicht mit anderen über andere Kulturen sprechen. Sein Vortrag in der Baden-Badener Winzergenossenschaft entwickelte sich schnell zu einer Diskussionsrunde über den Wandel in der Gesellschaft, aber auch in der eigenen Partei. Das christliche Menschenbild ist Basis der Arbeit und schafft Identifikation und Zusammenhalt. Zunächst einmal ist das C im Namen unserer Partei eine Verpflichtung und kein Anspruch. Wir haben uns dazu bekannt, das christliche Menschenbild ist die Grundlage unserer Politik. Und nicht, weil wir Christen sind, sind wir besser wie andere. Das wäre Unsinn. Und es ist keine Frage, es hat sich manches verändert im Verhalten der Wähler, im Verhalten der Politiker. Übrigens keineswegs nur zum Schlechten, sondern auch zu mehr Freiheit und individueller Entscheidung jedes Einzelnen, auch jedes Parteimitglieds und jedes Wählers. Bernhard Vogel kann mit Recht von sich behaupten, den Wandel in Deutschland in den letzten 30 Jahren miterlebt und mitbestimmt zu haben. Bis 1988 war er Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Nach der Wende leitete er die Geschicke des Freistaates Thüringen im gleichen Amt. Also zunächst ist das nicht mein Verdienst, sondern eine Folge der historischen Situation bei der Wiedervereinigung, dass ich in zwei Ländern Ministerpräsidenten war. Weil sich die Situation nicht wiederholen wird, wie ich hoffe, wird sich auch das wohl kaum wiederholen. Und dann natürlich, Deutschland ist durch die Unterschiede seiner Regionen und seiner Landsmannschaften gekennzeichnet. Die Württemberger sind ein bisschen anders wie die Badener. Die Bayern sind ein bisschen anders wie die Niedersachsener. Und genauso sind natürlich die Thüringer ein bisschen anders wie die Rheinland-Pfälzer. Es kommt allerdings hinzu, dass nicht nur regionale Unterschiede festzustellen sind, sondern dass 40 Jahre Diktatur Menschen natürlich anders geprägt und anders beeinflusst hat als 40 Jahre Freiheit und dass die Überwindung der Teilung auch in der Überwindung dieser Unterschiede besteht. Heute lebt Bernhard Vogel wieder in Speyer in der Pfalz. Baden-Baden besucht er gerne und auch zu den Menschen im Rebland hat er eine ganz eigene Meinung. Ich glaube, dass das hier eine ziemlich verstädterte Region ist und dass wir nicht gerade also auf einem entlegenen Eifeldorf hier uns befinden, sondern im Umfeld von Baden-Baden. Aber es empfiehlt sich immer ein bisschen die Leute anzuschauen, zu denen man spricht und sich, wenn man sie richtig einschätzt, auf sie einzustellen. Das heißt nicht etwas anderes zu sagen, aber in der Art und Weise, wie man es sagt, auf die Teilnehmer einer Veranstaltung Rücksicht zu nehmen. Der 78-Jährige hat in seinem Leben nie Zeit gefunden, eine eigene Familie zu gründen. Und so sieht der ewige Junggeselle seine Aufgabe auch in diesem Alter darin, junge, aufstrebende Politiker an seinem reichen Erfahrungsschatz teilhaben zu lassen. Die CDU ist seine Familie geblieben. Schauen Sie, ich habe über Jahrzehnte mich vielfältig politisch engagiert. Und wenn jetzt heute ein junger Kandidat wie Herr Wald auf mich zukommt und sagt, kommen Sie doch, dann finde ich es ziemlich selbstverständlich, dass man dieser Bitte nachkommt. Ich habe ja nicht geschrieben, darf ich kommen, sondern ich habe die Einladung gerne angenommen.